Warmer Raclette-Käse aus der Schweiz mit Preiselbeeren und Walnüssen. Süßkartoffelpommes und ein Wiener Schnitzelburger. Crevisio Pralinentörtchen, frische Karotten und Schokomuffins. Oder ein veganer Burger im selbstgebackenen Brötchen. Fastfood kann mehr als Pommes und Currywurst sein, wie dieser Foodtruck-Markt in Berlin zeigt. Also das hier ist ein veganer Shawarma. Ich finde auf jeden Fall, dass er besser schmeckt als in der normalen Hummusbude. Ich habe mir hier einen Schnitzelburger gekauft und der ist sehr lecker und ich finde, es ist mal was anderes. Die Portionen sind natürlich immer nicht so groß, aber man will ja auch mehrere Sachen essen. Also um jetzt viel zu essen für wenig Geld ist vielleicht nicht das Richtige, aber es ist auf jeden Fall so gut, dass es auch das Geld noch wert ist. Den Berliner Markt Streetfood auf Achse gibt es erst seit Januar. Auch Fabian Geppert ist dabei. Die Arbeit im Restaurant war dem gelernten Koch irgendwann zu eintönig. Seit 2012 tingelt er mit seinem grünen Anhänger quer durch Deutschland. Ja, das Spezielle bei so einem Foodtruck ist, dass man halt natürlich mobil ist. Das ist der Hauptvorteil. Man kann sich ausprobieren, wo ist meine Kundschaft, also wo ist das, was ich anbiete, am begehrtesten. Und wenn ich feststelle, dass es vielleicht auf einem Jazzfestival nicht funktioniert, dann fahre ich vielleicht auf eine Heavy-Metal-Veranstaltung. Auf die Idee kam er in Kanada, wo er eine Weile lebte. Pulled Pork, also langsam gegartes Schweinefleisch, ist dort weit verbreitet. Geppert feilte an seinem eigenen Rezept. Das Fleisch, das er beim Bauern einkauft, lässt er bis zu 20 Stunden im Wasserbad. Wirklich toll. Dann ist das Fleisch sehr zart und die Kombination mit dem Rotkraut ist einfach spitze. Ich habe die Barbecue-Orangensoße genommen und ich muss sagen, es ist sehr, sehr lecker. Zum Fleisch gibt es typische deutsche Beilagen. Stampfkartoffeln und Apfel-Rotkohlsalat. Und eine der selbstgemachten Soßen, zum Beispiel mexikanische Mole mit dunkler Schokolade oder Apfel-Honigsenf. Die Qualität hat ihren Preis. 7 Euro kostet eine Portion. Lass es schmecken. Unsere Erfahrung ist schon, dass die Leute bereit sind, den Preis zu zahlen. Ich würde sogar sagen, die Leute sind auf der Suche nach was anderem. Und trotzdem diesen Imbisscharakter zu behalten. In den USA gehören die mobilen Schnellküchen schon lange zum Straßenbild. Seit einigen Jahren sieht man sie auch in Deutschland immer häufiger. Zwar nicht an jeder Ecke, aber auf immer mehr speziellen Foodtruck-Märkten von Hamburg bis Nürnberg. Die Foodtruck-Leute, die das selber machen, die verstehe ich manchmal nicht. Aber die müssen, glaube ich, so begeistert sein vom guten Essen, weil die beuten sich schon selbst aus. Wenn ich mir ausrechne, in jedem Foodtruck sind 2 Leute. Die stehen hier wahrscheinlich 5 bis 6 Stunden. Die arbeiten, die Produkte, die zahlen wahrscheinlich auch noch Platzgebühr, denke ich, Donnerwetter. Also da gehört viel Begeisterung zu. Sich wie in Nordamerika einfach irgendwo hinzustellen, das geht in Deutschland aus rechtlichen Gründen nicht. Die Foodtrucker fahren deshalb auf Festivals oder Wochenmärkte wie den Berlin Village Market. Wie die noch junge Szene in Deutschland aussieht, zeigt auch ein neuer Bildband. Eines wird beim Durchblättern klar, die Vielfalt ist groß. Und auch die Fantasie, allein bei der Namensgebung. Mr. Whippy, die Dollen Knollen oder Candy Car. Hinter jedem dieser Trucks steckt ein eigenes Konzept. Je ausgefallener, desto besser. Auch in dem Bildband das Buns Mobile. Ein Eldorado für alle Burgerfans. Pablo Siranossian hat ständig neue Rezepte parat. Mal gibt es Burger mit Hummer oder au poivre mit Pfeffersoße. Alles ist selbst gemacht, sogar die Brötchen. Und auch der Wagen selbst hat eine besondere Geschichte. Das war mal ein Foodtruck der US-Armee. Ich glaube, 1986 brachten die Amerikaner ihn hierher, um darin Essen für die Armee zuzubereiten. Als die Mauer fiel, verließen sie Deutschland und auch den Truck. Ein Fulltime-Job. Wenn er nicht gerade im Truck steht, repariert der gebürtige Kanadier etwas am Wagen, kauft Zutaten ein oder bereitet das Essen vor. Wir haben schon lange geplant, einfache Gerichte zuzubereiten, weil wir vorher in der gehobenen Gastronomie gearbeitet haben, mit einer minimalistischen Küche mit sehr teuren Produkten. Deshalb wollten wir jetzt etwas Simples, das man noch als Snack nach einem langen Arbeitstag essen kann. Gutes Fastfood mit Qualität. Die Foodtrucks bringen neuen Schwung in die Imbisskultur. Der guten alten Currywurst mit Pommes dürften sie aber keine Konkurrenz machen. Sie sind eher eine Alternative auf die Schnelle.